Okay, Stein fehlt jetzt. Stein und Eisen habe ich gleich. Ich habe zum. Ja, doch, habe ich wirklich gleich. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Aber wir schaffen es. Ach so, ich habe abgeklickt. Da soll ich es vielleicht nicht hinbauen. Dann machen sie das Ding vielleicht, infizieren sie das Ding noch und dann habe ich keinen Strom mehr und dann läuft wieder die ganze Verteidigung nicht mehr. Habe ich schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Und da ich nicht viel Ausweichmöglichkeiten habe, wäre das wahrscheinlich super schlecht. Ah, ich brauche auch noch Holz, das zu erzählen. Einmal schnell dahin. Oh Mist, das wollte ich gar nicht. Ihr habt ihn ins Geld getränkt, was soll denn das? Typisch für Frauen, die Männer einfach ins Geld zu trinken. Die wollen halt einfach, dass die Männer Erfolg haben. Vielleicht kriege ich ja noch ein Lager hin später. Ah ja, okay, es steigen natürlich alle, aber es ist okay. Mach das Ding kaputt. Haufen Häuser rundherum auf jeden Fall. Und Britzeln! Die holen die Stärksten hier raus, die Ballisten, und der erledigt den Rest. Läuft. Kann ich mich echt nicht beschweren, das läuft super. Hier hinten kommen sie wahrscheinlich. Ja, okay, das muss ich alles noch aussondieren. Ja, fehlt noch ein klein bisschen Stein. Da haben wir den Stein ja schon. Schade. Nach unten wäre auch eins besser gut. Aber immerhin. Bisschen mehr Essen kommt raus. Stimmen einfach mal die Stadt mit den Soldaten und drei Bogenschützen. Klar, warum nicht? Ist ja nur eine Zombie-Stadt. Das machen wir einfach mal so nebenbei. Und du gehst jetzt mal hier rüber. Genau aus diesem Grund. Weil mir da einfach zu wenig Sicht war gerade. Da geht's gar nicht. Da kommt jetzt wieder Geld? Es kommt alles viel zu schnell. Ich krieg das Geld nicht mehr los.
Ja, da braucht er auch Eisen. Ich habe ja so, ich habe ja echt so viel Stein und so unglaublich wenig Eisen. Obwohl, hier ist das ganze Eisen. Du solltest eigentlich das machen, aber ist auch okay. Der wäre eh ein Problem gewesen. Oh, da liegt Öl. Oh, ich habe volles Geld. Ach so, ja. Dann sollte man vielleicht mal mit solchen Sachen hier anfangen. Oder mit einem Vollstrecker. Was wäre denn das Beste? Ich glaube, der große Steinbruch wäre für den Anfang. Der große Steinbruch bringt mir für den Anfang gar nichts, denn ich habe kein Öl. Der Ölbottom bringt mir was, denn hier ist Öl. Natürlich, ich könnte hier noch welches finden, aber da verlasse ich mich ungern auf sowas. Ahem. Die kann dann gleich mit unterstützen wieder. Oh, ich habe keine Arbeiter mehr. Mach mal hier weiter. Kann ich weitere Farmen errichten? Oh, wo kann ich eigentlich? Ah, kein Holz. Okay, die nötigsten Sachen habe ich schon mal. Is everything okay? Bring them on! Ich glaube, die Stadt ist gefallen. Come on. Ich lehne mich mal echt aus dem Fenster und sage, diese Stadt ist hinüber. Da wird sich nicht mehr so schnell wieder was erheben. Oh, die läuft ja ganz gechillt rum. Gar kein Problem. Geht mir alles so am Arsch vorbei. Macht ihr mal. Da ist noch ein Gebäude. Wir gehen nochmal kurz zurück. Nee, hier gibt's den nächsten wieder. Ich will eigentlich nicht, dass das jetzt infiziert wird gleich. Gehen wir noch ein Stück zurück. Perfekt. Okay, hier kann ich auf jeden Fall weitermachen. Da kommt auch auf ein Gold, das ich eigentlich gar nicht brauche. Da ist ein bisschen Plus. Ich muss halt echt sehr viel mit Verteidigungstürmen hier arbeiten. Wie gesagt, ich darf keinen Soldaten ausbilden. Hier kriege ich auf jeden Fall wieder Stein dann raus. Okay, bauen wir doch erstmal. Ach, Arbeiter. Ich habe genug Häuser. Das war's mit dem Essen. Da brauche ich auch wieder Arbeiter. So viel Geld, aber das wird sich halt wieder ändern, sobald das Ding kann eigentlich bald weg und die, also die können dann eigentlich alle weg, bis auf den lasse ich dann noch, bis ich hier habe. Es kommt aber bald der nächste Angriff.
denke mal, das passt. Und ich habe schon wieder vergessen, was ich eigentlich gerade bauen wollte. Ach ja, ein Ölturm. Da hole ich es mir dann später. Ich will eigentlich das ganze Eisen hier haben. Noch 6. Ich habe mir aber die 5. Dann komme ich auch schon klar. Dann kann ich hier auch demnächst noch ein Lagerhaus bauen, sobald ich einen Stein habe. Hab den Stein. Stein ist, wie gesagt, eigentlich nicht so extrem wichtig wie Eisen gerade. Das schaffen sie. Ich weiß auch nicht, ob ich die Scharfschützen hätte nehmen können. Ich meine, das wäre... Was hatte ich da stattdessen? Diesen Arbeiter-Nachschub. Mein Gott, der ist, nicht, ist mir nicht so wichtig. Wenn ich wüsste, ob ich es dürfte, hätte ich wahrscheinlich die tatsächlich die Scharfschützen einfach genommen. Aber mit 7 Scharfschützen kann ich halt schon ein bisschen was anrichten. Mach das Ding jetzt kaputt. Die bitte. Und die großen Mühlen muss ich auch noch machen, denn ja, die bringen mir halt deutlich mehr Energie diesmal. Letzter. Tell me. Great idea, sir. Of course, my commander. Commander? Let's go. Gut, machst du's? Ich könnte nicht stolz auf dich sein. Any orders? Mit deinem überragenden Intellekt. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich demnächst den schönen Beobachter bauen kann. Lagern kann ich 8000 schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Zweimal warten. Tatsächlich noch zweimal sammeln, dann habe ich es eigentlich. Nichts kann seinem allsehenden Auge entkommen. Klingt so mystisch. Die hab ich gleich mal vertrieben. Gut, was haben wir? Da ist noch Stein und Eisen. So, dann einmal den stillen Beobachter zum Mitnehmen. Nicht gleich. Eigentlich könnte ich auch gleich die großen Bergwerke erforschen. Denn die kann ich wirklich gut gebrauchen. Auch wenn die erstmal Eisen kosten.
Okay, das ist also jetzt sicher. Und jetzt nochmal kommen, dann hätte ich es denn so. Das hier ist ja schon. Das ist jetzt Tag 33, das ist wie Tag 20. Sollte ein Schockturm in Kombination mit zwei Ballisten hier auf jeden Fall vernichten können. Beziehungsweise ein Schockturm allein schafft das wahrscheinlich schon. Nichts kann meinem allsehenden Auge entkommen. Jetzt habe ich Gottkomplexe. Lasst mich. Okay, das kann ich dann auch hier dicht machen demnächst. Das hier wird eigentlich noch gehen, aber die könnten tatsächlich durchrennen, wenn ich Pech habe. Ist auch ein bisschen fragwürdig. Boah, und ich brauche so viel mehr Eisen. Aber ich finde einfach kaum welches. Also das müsste einfach wirklich aufgehalten werden hier unten. Das ist eigentlich auch fürs Endgame wirklich eine super Verteidigungsstelle, glaube ich. Ich bin sehr auf das gespannt, wie es dann hier aussieht auf der Karte. Es schadet eigentlich nicht, das zu bauen. Ihr seid Toast. Gehen wir jetzt auch mal auf den höchsten. Wenn da nämlich ein Schwabbel schon dabei ist. Boah, hier, das ist so super. Wenn ich da hier ein paar Turrets habe, die ballern da alles weg. Das war's schon. Kommt nur noch die Nachhut hier. Ja, lock ruhig alle an. Das ist okay, das hält durch. Vielleicht baue ich dann hier einen Schock, in dem Bereich einen Schock oder hier einen Schockturm und hier Miniguns. Im Grunde ist da eine Minigun drauf, kann man so sagen. Und die müsste wirklich alles, also die zerfetzt ja auch alles. Die beiden. Ach da, ja. Richtig, da war was. Oh. Ach ja, da hat irgendjemand Eisenmangel. Ich kauf das jetzt. Da ist noch ein bisschen was ich holen könnte. Reicht aber nicht, ich brauche 150, wenn ich recht entsinne. Geht eigentlich primär nur aus Eisen. Noch einmal. Ach, hier ist gar kein Schutz, merke ich gerade. Okay, noch zweimal sammeln, dann hab ich's. Jetzt habe ich wahrscheinlich mehr Eisen gekauft, als ich müsste, aber ist jetzt halt so. Okay, eigentlich nur noch einmal sammeln.
Dann verkaufe ich ein bisschen Stein oder so. Dann habe ich es eigentlich auch. Und jetzt kann ich ihn gerade bauen. Es war gerade ein Angriff. Ach, ich brauche 7000, so ein Mist. Ah ja, das war doof. Dann muss ich da nochmal sammeln. Oder habe ich hier noch irgendwas? Oh, da ist noch das Gold, was ich brauche. So, ein Störbeobachter. Ich liebe dieses Ding einfach. Ich will es immer haben. Es muss immer bei mir sein. Also, wenn ich mich für einen Weltwunder entscheiden müsste, würde ich den stillen Beobachter nehmen, das wüsste ich aber. Einfach nur, weil man sieht zwar am Ende der, bei der letzten Welle wird die ganze Karte aufgedeckt. Das war früher ja nicht so. Aber ich liebe es einfach, wenn man alles sieht. Das ist einfach so, also Ungewissheit ist mit das Schlimmste, was du haben kannst. Boah, guckt euch mal das hier hinten an. Da ist auch keine Sau mehr. Das ist ein vollkommen abgeschlossenes Gebiet da. Genauso hier hinten. Was für eine verrückte Karte. Okay, hier kann man da nicht bauen, aber das ist schon eine sehr verrückte Karte. Hier eine Verteidigung. Ah, hier können sie auch durch, aber hier zwei, drei Verstecker. Ah, da ist auch ein bisschen Platz. Da können sie dann auch durchkommen später. Hier ist vollkommen dicht. Und hier, das ist sowas, was man wissen muss. Hier ist alles dicht. Guck mal, wie nah die an uns gerückt sind schon. Außer hier. Ich glaube, das lag an den Blitztürmen. Nicht an den Blitztürmen, ihr wisst schon. Da ist eine Stadt. Da will ich hin als nächstes. Order, Sir. Oder beziehungsweise machen wir erstmal das Gebiet hier weg. Denn hier kann ich dann das Gebiet hier einschließen und so ziemlich. Wie gesagt, Wissen ist Macht. Das ist nicht so ein Spruch, den man so sagt. Es ist wirklich. Ich kann mich halt ganz anders jetzt verhalten. Ich sehe auch, wenn wieder an. Oh, guck mal, das hier zum Beispiel. Verteidigungslinie. Ja, doch, das sollte gehen. Kann ich hier irgendwo eine ziemlich große aufbauen? Ah, hier werde ich auch eine Verteidigungslinie errichten. Das hier ist. Das ist absolutes Gold, diese Karte. Verteidigungsmäßig. Fürs Endgame. Ja, das hätte ich alles schon haben können. Jetzt sehe ich auch, wenn hier irgendwie Hafen oder Venoms sind. Klar, die sind hier nicht an den Seiten, aber. Okay, habe ich jetzt schon die. Nein, habe ich nicht. Dann brauche ich auch die großen Farben demnächst. Kann ich eigentlich abreißen? Also diesen hier. Kann weg. Kann ich eigentlich hier anfangen? Kann ich mich hier problemlos ausbreiten? Brauche ich vielleicht noch ein bisschen Holz? 13, 14, super. Ach, keine Energie mehr. Das passt da super hin. Ja, ziemlich. Hier, diese Ecke kann man auch super verteidigen.
Ab hier kann ich dann später bis hierhin gehen, aber da stelle ich dann trotzdem erstmal eine Balliste hin. Okay, die Zeit ist fast um. Naja, Energie. Du bleibst so lange mal hier. Oder beziehungsweise du gehst mal dahin. Ihr geht hier runter und räumt das auf. Das kann weg. Baue ich das hier hin. Also wenn sie da sind, dann sind es auf jeden Fall Schweizer Käse. Wenn sie da angreifen sollten. Das wäre sehr interessant, wenn sie versuchen würden, da durchzukommen. Es ist auch gar nicht unwahrscheinlich, weil das ist der direkte Weg. Das muss ich verteidigen. Also ich baue jetzt erstmal so rudimentär hierher. Da könnte ich 4 Vollstrecker hinstellen. Die schießen alles zu Klump. Ach, das ist ein Schatten. Ich dachte, da stand auch einer mitten auf dem... Hier ist ein Platz. Hier ist das Eisen, was ich eigentlich brauche. Ich kann jetzt auch wunderbar weit rausgehen schon. Und jetzt brauche ich mehr Arbeiter. Und tatsächlich habe ich jetzt die Ressourcen. Auch nicht zu bauen. Ich wollte gerade sagen, wird er nicht getriggert? Runter mit dir. Wir haben echt schon fast die halbe Karte hier. Auf den Seiten gekommen. Oh, da oben ist noch ein fetter Schwarm. Ah, hier sind die ganzen Starken. Da muss ich, das wird ein schwieriger Teil, das zu räumen. Attention. Building completed. Ach ja, hier oben muss ich auch noch hin. Aber später. Also alles, was von dem Bereich hier ankommt, muss hier durch. Alles. Das heißt, ich habe eine Viertelkarte, die so ziemlich durch ein dünnes Nadelöhr muss. Genauso könnte ich das hier machen, in dem Bereich. Dann ziehe ich mich hier zurück. Oder ich mache es dann einfach hier. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder hier. 2 Schocktürme in dem Bereich. Dahinter Vollstrecker. Ah, ich schau mal. Ah, das könnte echt noch sehr interessant werden. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, wo ich als nächstes weitermachen sollte. Das Öl brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich würde es noch gern sichern. Und dann mach ich, wenn ich den hier abreiße, kann ich dann... Ah! Und das fehlt wieder an Strom.
Das hier wäre wiederum nicht so eine schöne Stelle, wenn sie angreifen. Sie ist auch verteidigbar. Ich kann hier hinten noch. Ich kann hier davor noch was bauen, ich kann da hinten noch was bauen. Ich werde es nicht schaffen, ohne Leute zu verlieren, da bin ich mir sicher. Aber ich glaube, ich werde es schaffen, nur mit Türmen. Jetzt bin ich ja ein bisschen schlauer im Gegensatz zum letzten Mal. Letztes Mal war ich noch ein Kind, das war vor ein paar Stunden. Wir schaffen das. Sobald die gebaut sind, gehe ich hoch, damit ich weiß, das nächste Mal, Stadt muss dran glauben. Das ist mir tatsächlich ein Anliegen. Und an und für sich habe ich schon alles, was ich jetzt brauche. Ich muss jetzt Sachen machen wie aufrüsten und sowas. Das ist tatsächlich jetzt oberste Priorität. Dann habe ich jetzt gleich genug Strom. Building completed. 69. Wir gehen hoch und dann kümmern wir uns hier um diese Stadt. Und die paar Harpien, die hier sind. Ich muss trotzdem versuchen, die Stadt, die Karte möglichst zu räumen. Weil ein Endkampf gegen die alle wird dann noch hässlicher. Vor allem die ganzen Harpien könnten das Problem. Harpien und Venoms in Kombination können halt wirklich können echt übel mit uns mitspielen. Das Ding habe ich noch gar nicht erforscht. Ah ja, das könnte ich als nächstes dann machen. Dann hätte ich auch erstmal die Nahrungsprobleme gelöst, dann kann ich hier hinten problemlos arbeiten. Und wie gesagt, ich habe anfangs echt gedacht, der wandelt einfach alles in Grünfläche um. Das hätte mir echt mehr gefallen. Aber so ist natürlich auch okay. Ich fange nur mal kurz an. Mir fällt es immer so schwer aufzuhören. Das verhindert wenigstens den zweiten Angriff so. Wo ist eigentlich die andere Jägerin der Väter? Die hier. Ja, du bist nämlich immer noch normale Jägerin. Du könntest schon längst Veteran sein. Und hier sind drei. Dann haben wir nämlich alle beisammen. Ist es nicht schön, wenn man sie endlich alle wieder beisammen hat? Hab gehört, das hat Vorteile. Du gehst in das höchste Ziel. Okay, jetzt muss ich aber wirklich ausmachen. Das war Let's Play Seiya Banes für heute. Ich hoffe, ich schalte wieder ein. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. Bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.